Hallo Leute, mein Name ist Hotzasee und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Heute wollen wir die roten Schallkreise angehen. Und ich habe letztes Mal hier was versucht zu auszuprobieren. Nicht ganz optimal. Was wir brauchen, ist Kupferkabel. Wir bekommen zwei Kupferkabel in 5 Sekunden und wenn wir schauen, was wir für die roten brauchen, da brauchen wir 4 Kupferkabel in 6 Sekunden. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde stellt diese Maschine genügend her für eine Maschine. Aber das Ganze geht 6-mal. Das heißt, wenn wir das geschickt machen, hier in etwa so, können wir mit langen Greifern das Ganze handeln und dann bringen wir Kupfer von hier gut, das ist das Erste. Und dann denke ich, machen wir hier mal so einen Ring. Kommt dann wieder hier zusammen. Hier kommt dann auf der einen Seite machen wir die grünen Schaltkreise drauf. Ich habe fast keine Bänder mehr. Die grünen Schaltkreise das geht natürlich hier oben weiter und dann von unten machen wir die Kunststoffplatten. Kommen hier so. Hier und hier.
Sehr schön. Ja, fehlt noch was. Hier fehlt noch was. Hier fehlt auch noch einiges. So. Wenn ihr das Ganze erweiterbar machen wollen, brauchen wir eigentlich hier auch einen Tunnel. Und dann auf dieser Seite müssen wir dann eigentlich wieder rausgehen. Richtig. Ich brauche ein paar mehr lange. Und Tunnel. Hier auf das hier schon rüberbiege, dann bekomme ich hier einen Tunnel drunter. Dann kann ich hier noch tunneln und ja, sehr gut. Dann wunderbar. Nun, das liegt alles auf der äußeren Seite an. Vielleicht machen wir den Tunnel auf dieser Seite. Sodass wir ein ausgeglichenes Band haben. Das heißt, uns fehlt jetzt eigentlich nur noch Kupfer hier. Die Frage ist, und wo vom Äußersten habe ich schon mal genommen? Das heißt, jetzt ist dieses Band an der Reihe.
Und dann werden wir mal schauen, ob diese Konstruktion das hält, was ich mir erwarte. Okay, das kommt auf der falschen Seite an des Bandes. Das sollte nun besser sein. Ich glaube, hier brauchen wir einen schnelleren Greifer. Dass das Ganze auch mithalten mag. Und dann haben wir hier die roten. Und das wiederum bedeutet, wir haben keine Fließbänder mehr. Aber das lässt sich ja beheben. Sehr gut. Dann nächste Rüstung. Stahlträger und 30 rote. Sammeln wir ein paar rote ein. Ein bisschen Stahl. Die nicht mehr. Batterien. Wie stelle ich Batterien her? Batterien. Schwefelsäure. Okay. Da müssen wir uns dann auch irgendwann darum kümmern. Aber zumindest fürs Erste brauchen wir das noch nicht. Wir haben jetzt eine Rüstung, wo wir ein paar Slots drin haben. Eine modulare Rüstung. Hier können wir mal Fließbandimmunität, Nachtsichtgerät. Das sollte auch helfen mit der Sichtbarkeit. Wenn es dunkel ist. Allerdings brauche ich auch dafür ein paar Batterien, denn ohne die
ohne die Batterien wird in der Nacht dann doch ziemlich schnell dunkel. Wir sollten uns auch um die Forschung kümmern. Wir haben hier nicht mehr allzu viel, was wir machen können. Ein bisschen Rot-Grün und dann ein bisschen was mit Schwarz. Aber dann kommt dann schon ziemlich bald die blaue Forschung, die wir dann angehen müssen. Zumindest ist die nicht allzu schwer. Wir haben fast alles am Start. Wir müssen es nur verarbeiten. Aber ich möchte noch mal kurz hier unten vorbeischauen, wie es denn unseren Erzfeldern so geht. Nicht, dass wir plötzlich keinen Nachschub mehr haben. Okay, Eisen sieht noch in Ordnung aus. Kohle auch. Stein auch. Kupfer auch alles. Okay, gut. Dann geht's hoch zu unserer Ölverarbeitung. Denn wir brauchen, wie viel Säure? Dafür brauchen wir Wasser und Eisen. Glücklicherweise mangelt es uns ja nicht an Eisen. Ich denke, das machen wir mal. Hinten Wasser rein, vorne. Ah, ja, so können wir das machen. Dann können wir das hier so verbinden. Wir haben immer noch einen Platz frei. Um das Eisen reinzuladen. Falsch. Falsch. Und schon wieder sind uns Klippen im Weg. Wir haben etwas Sprengstoff. Gut, wo nehmen wir das raus? Wir haben hier vom Äußersten schon mal was genommen. Das heißt, zweites Band von außen ist nun an der Reihe. Gut, dann ich brauche mehr Rohre. Die habe ich hier auch irgendwo automatisiert.
Auch ein bisschen mehr Untergrundrohre. Und so wie es aussieht, kommen nun gelegentlich bis hier hinten Zahnräder an. Was gut ist, denn dann produzieren wir auch irgendwann mal was von denen. Okay, die roten Schallkreise sind auch am Start. Brauchen wir sowas. Okay, und wie bringe ich da jetzt den Strom rein? Das könnte funktionieren. Ah. Schwefel brauche ich natürlich auch noch. Okay. Machen wir Schwefel hier außen. Und da ich nicht weiß, wie weit ich hier Schwefel erweitern muss, mache ich das einfach mal so. Gut. Das Ganze wollen wir dann wahrscheinlich hier nach oben erweitern. Ich kopiere das einfach mal so, damit ich zumindest die Linien ziehen kann. Denn hier oben werden wir dann irgendwo auch die Tanks haben, die ich hier auch automatisiert habe. Brauche ich nicht so viel Stück. Gut. 1, 2, 3.
Dann Batterien. Mach das einfach mal billig hier hin. Und dann das Eisen einfach so rein und das Ganze raus in eine Kiste. Aber langsam sollte ich ja da auch die Greifer produzieren. Nicht. Muss ich nicht mehr immer alles von Hand craften. So. Deck hiervon. Gut, dann weiter geht's. Und hiervon auch was. Sehr schön! Das war's für diese Folge. Wir waren erfolgreich. Wir haben die roten Schaltkreise am Start. Wir haben Schwefelsäure am Start und sind dabei, etwas Batterien zu produzieren, sodass wir uns einen Akkumulator für unsere Rüstung bauen, damit wir auch in der Nacht was sehen. Sehr schön. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.